Hallo, meine Lieben. Ich möchte euch heute etwas Besonderes zeigen. Mal ein etwas anderes Video. Ihr wisst ja, ich male ziemlich viel und schon ziemlich lange. Ich habe vorhin Bilder gefunden von 2011 oder 2010. Auf jeden Fall, das hier ist mein Zeichenordner. Wir fangen von hinten nach vorne an. Wir machen heute mal auf falsch rum, weil ich habe den sortiert. Und hinten sind meine schlechteren Bilder. Warte, ich muss mal kurz die Kamera wegstellen, damit ich gescheit umblättern kann. Also hinten sind die schlechteren Bilder, sage ich mal, und vorne wird es dann besser. Zu den Bildern, zu denen ich was sagen kann, werde ich ein paar Worte sagen. Und tja, legen wir doch einfach mal los. Das hier erkennt ihr vielleicht, der ein oder andere von euch, Secret of Mana, hat auch ein Mädchen und die kann zaubern und das sollte sie damals darstellen. Ja, wie gesagt, es geht von schlecht nach gut. Das hier ist Amy. Irgendwie saualt und voll verschmiert und nicht so gut. Hier habe ich mal eine Prinzessin versucht zu zeichnen. Ach, das ist blöd, wenn ich das drehe. Die sollte picknicken, aber irgendwie, naja. Hier Katy Perry, leider niemals fertiggestellt. Aber ich habe auch keine Lust, sie fertig zu malen, weil irgendwie gefällt mir das Bild jetzt schon nicht. Und dann ist es blöd. Hier haben wir Baby Bowser oder Bowser Junior. Ich habe den Unterschied noch nie so ganz kapiert. Pomeluff, obwohl ich es nicht mag. Da, 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 Pomeluff. Stern, du. Ein Mädchen, das Tennis spielt. Oder Federball. Ich glaube, das ist ein Federball. Das hier ist Patricia. Also wie gesagt, ich habe zu den meisten Bildern nichts zu sagen. Juri aus Wedding Peach. Kennt vielleicht der ein oder andere. Das hier habe ich mal gemalt, als ich voll sauer war auf meine Mama. Und das ist entstanden. Hier haben wir ein Evoli. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm, aber es hat eine komische Proportion. Chamapi, auch aus Wedding Peach. Hinagiku, auch aus Wedding Peach. Das da ist ein komisches Bild. Hier seht ihr 12.20 Uhr. Achso. Kuchera war der Name von meinem Doktor. Ja, das ist irgendwie komisch. Keine Ahnung, Ricky war eigentlich mal SOC geplant. Sie sollte ein Bauernmädchen werden, aber irgendwie habe ich mich da nie mit mehr beschäftigt. Das hier ist ein Mädchen, die grüßt jemanden. Zieht euch mal an. Das sieht doch total komisch aus. Naja, okay. Die hier ist auf dem Laufsteg. Yeah, die ist mega cool, oder? Claire geht mit irgendwas Gassi, das leider nicht mehr aufs Blatt gepasst hat. Das hier ist ein grünes Mädchen. Hier habe ich mal etwas Düsteres zu zeichnen. Ein Mädchen mit Dämonenflügeln. Keine Ahnung. Die hier fand ich früher eigentlich immer ganz süß. Das hier ist ein Lesezeichen, das eigentlich für meine Tante war. Das hier ist Steffi. Steffi war mein erster Charakter, den ich ohne Anleitung sozusagen gezeichnet habe damals. Ja, so war damals mein Zeichenstil. Mhm. Das hier ist eine Meerjungfrau. Die sitzt auf einem Felsen. Und es ist eigentlich ein DIN A3 Blatt. Und hier hinten geht das Blatt noch weiter. Und auf das Bild habe ich eine 4 bekommen. Das weiß ich noch ganz genau, weil keine Metamorphose im Bild. Hier haben wir meinen kleinen Bruder. Also das soll mein kleiner Bruder sein. Der hatte mal eine Phase. Da nannte man ihn Geokai. Keine Ahnung. Das ist im Freibad damals entstanden, das Bild. Das weiß ich noch. Das hier ist einfach irgendein random Mädchen. Das ist auch einfach irgendein random Mädchen. Da habe ich dann, man sieht es in den Augen schon ein bisschen, versucht, mehr Verläufe zu erzeugen. Hier haben wir, ach, blöd, ein Mädchen und noch ein Mädchen. Also ich habe viele Gesichter früher einfach gezeichnet. Das hier ist Peach. Peach ist am Strand mit einem Korb und weil ich keine Füße zeichnen konnte, habe ich einfach einen Ball dahin gelegt. Und ja, das ist halt Peach, nicht wahr? Das ist mein einziges Bild von Peach übrigens, obwohl ich Peach so toll finde. Das Bild fand ich eigentlich immer ganz hübsch, aber ich habe es niemals fertig gemalt, denn hier fehlt eine Hand. So ein Mist, oder? Da war ich wohl traurig wegen einer 5, A, B, C, D, E, ja. Also E ist ja die Note 5 in Englisch, also halt in so anderen Ländern. Die hier ist eine Vampirin. Das hier ist Link als Mädchen.
Tja, viel gibt es zu den Bildern einfach nicht zu sagen. Das hier könnte auch Ricky sein, nur ein bisschen mit einem Zopf. Eigentlich ist das da mega süß. Okay. Ja, Hintergründe, ihr wisst es. Ich hasse Hintergründe. Das ist Don Röschen, der eine oder andere kennt sie vielleicht. Das hier ist Jack, der vierte mit Hasso. Hasso ist ein Roboterhund, yeah. Oh Mann, ist das lang her. Das war eines der ersten Bilder, die ich überhaupt gezeichnet habe. Mit so einem Buch hat das damals. Ariel, Jasmin und Rosalina. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht hier bei Rosalina. Die hatte hier am Auge ist das Papier gerissen. Und ich habe mich so geärgert, weil ich war so zufrieden eigentlich mit der Zeichnung. Jetzt musste ich das irgendwie lösen, aber das war irgendwie komisch. Die da sieht aus wie Bibi Blocksberg. Das war aber gar keine Absicht. Das hier ist auch eine Vampirin mit blauen Haaren diesmal. Bei der habe ich mal versucht, etwas andere Augen zu zeichnen. Ob einem das jetzt gefällt oder nicht, muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden. Das hier waren einfach irgendwelche random Mädchen. Sascha und Saskia. Saskia und Sascha. Hier eine, die ein bisschen anders aussieht. Die da ist von Mark Riley abgezeichnet, glaube ich. Mizuki. War halt auch einfach, früher habe ich das die ganze Zeit so gemacht. Die da sieht aus wie die Mutter von Ash, das war auch keine Absicht. Hier haben wir noch was. Hier haben wir Pimboli und den Hasen, ich weiß leider nicht, wie die heißt. Und das hier ist Sarah. Sarah ist auch eine Vampirin, auf die war ich früher total stolz. Und jetzt ist sie ziemlich weit hinten im Ordner. Also, das hier war mal ein Bild gegen Mobbing. Also man muss sich vorstellen, die vier Leute hier, die sind Freunde und lachen und grenzen die da voll aus. Und die ist halt traurig und schaut zurück und weint. Und ja, da ist voll die schöne Farbe im Hintergrund und da ist alles schwarz und düster. Und war halt irgendwie so eine Phase. Was machen Mädchen so in der Schule? Sie schminken sich, sie hören Musik, bla bla bla. Das hier war... Weiß nicht mehr, wieso ich das eigentlich gezeichnet habe. Auf jeden Fall hat die keine Hand. Und die Tasche ist viel zu klein für die Hand. Hallo? Das hier habe ich mal auf einer Jugendfreizeit gemalt. Deswegen hat die auch eine Bibel in der Hand. Man sieht hier, es ist ein Kreuz, es ist eine Bibel, ja. Genau, da war ich. Das war mein erster Hintergrund, den ich so richtig ein bisschen mehr ausgearbeitet habe. Das Bild hier. Dann soll ich mich kurz anders hinsetzen. Ups. Gleichgewicht verloren. Das hier habe ich niemals fertig gemalt, was eigentlich voll schade ist. Also das sind ja die Winnie-Pooh-Leute, Tigger, Ferkel, Ia und Rabbit. Und hier oben eigentlich an dem Baum, an dem Ast, an dem der Esel, der Tigger hängt. Und hier unten ist ja auch die Wurzel. Auf jeden Fall sollte hier eigentlich noch Pooh hin, der am Baum hängt und fast runterfällt. Deswegen kriegt auch Rabbit voll die Krise. Aber tja, das habe ich irgendwie niemals beendet. So, die war aus einem Anleitungsbuch. Das ist Tony, der Freund von dem Bauermädchen, deren Namen ich gerade vergessen habe. Hier habe ich, also die fand ich immer total toll und die habe ich, da habe ich auch mal versucht, andere Gesichtsdinger, Mimiken zu erstellen, aber das war eigentlich besser. Das hier ist der erste, den ich jemals gemalt habe. Das war natürlich auch mit einer Anleitung, aber das war der erste Mensch, den ich jemals gemalt habe. Der Typ da ist irgendwie komisch und er hat... Da habe ich mich vermalt damals, das hat mich voll geärgert. Das hier ist Mira. Das war lange Zeit mein Lieblingsbild, aber dann wurde es halt zurückgestuft. Mary Ann. Sieht auf der Kamera voll komisch aus. Ach, weil da gelocht ist. Ah, okay, das ist halt ein bisschen dumm. Hier haben wir viele Pokémon. Woingenau, Eneko, Formeo, Blutzug, Palimpalim. Tuska, Luxio, ich hoffe, das ist Luxio, Pudox, Yugongongongong, Fipitis, schon wieder ein Pummeluff, ich weiß nicht, ich hasse Pummeluff und habe schon zwei Bilder davon, oh, Gera, Gegabor, ich wollte gerade Geradax sagen, und Raichu, das ziemlich strange aussieht, weil es keine Augen hat, dan, 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 Hubbeluff, Hobelup. Komm jetzt langsam übrigens zu den besseren Bildern. Das hier ist Yosuke, der ist auch von Wedding Peach. Ich habe viel von Wedding Peach gezeigt. Ich liebe Wedding Peach. Oh je.
Das hier sind Clara und Lissa, die sind Zwillinge. Die haben exakt die gleiche Gesichtsform und die gleichen Augen. Das sieht man nur nicht, wenn die so direkt nebeneinander liegen, aber das war direkt so, ja. Und meine kleine Schwester schreibt Kurzgeschichten und die waren für sie gezeichnet, weil das die Hauptpersonen aus ihrer Kurzgeschichte waren. Das hier ist ein Engelchen Minella-Bild. Ich weiß gar nicht mehr, für was das war, aber hier, Engelchen Minella, so habe ich mir mal mein Logo vorgestellt. Ist jetzt ein bisschen anders geworden. Hier haben wir ein paar Tiere, Schildkröte, Hund, ein Waschbär und ein Fuchs. Mein Gott, die sind eigentlich schon ziemlich süß. Hier ist ein Mädchen, das ist fröhlich, keine Ahnung. Hier haben wir Wedding Peach, einmal im Dreiviertelprofil und einmal seitlich. Ah ja, Wedding Peach, oh je. Das hier habe ich mal in der Schule angefangen, das weiß ich noch ganz genau. Und ich fand den Hund eigentlich, der sieht ein bisschen so cartoonhaft aus. Und die da fand ich immer faszinierend, die ist mir irgendwie... Das sollte schon so mysteriös wirken und irgendwie ist mir das ganz gut gelungen, obwohl ich damals noch keine Ahnung von Schatten und sowas hatte. Die da ist auch von Mark Riley. Und die da ist von Wedding Peach. Toll, oder? Die hat aber keine spezielle Rolle da. Die da wollte ich immer Madeleine nennen, aber irgendwie ist die dann aus meinem Gedächtnis verbannt worden bis heute. Sie ist bestimmt eine Französin wegen dem komischen Hut. Das hier ist ein Mädchen. Es gibt da viele, viele, viele Bilder. Das hier ist Fun in the Sun. Die schaukelt und das ist eine Sonne. Und das Bild mochte ich eigentlich immer ziemlich gern. Und da habe ich immer Fun in the Sun, Fun, Fun in the Sun gesungen. Ich denke bestimmt, ich habe voll das Rad ab. Wir haben hier ein paar Pokémon. Die Starter aus der 5. Generation. Oh Gott. Serpifeu, Floink und Otaro. War doch schwarz und weiß, oder? Ich glaube schon. Hier haben wir einen Lampi. Und es leuchtet. Wow. Hier haben wir einen Miku Hatsune-Verschnitt oder sowas. Mit kleinen Babykatzen. Die Hand ist die beste Hand, die ich jemals in meinem ganzen Leben gemalt habe, okay? Die hat Locken. Aber ich habe fast nie Leute mit Locken gezeigt. Muss ich mal machen. Die hier ist auf der letzten Jugendfreizeit entstanden. Einfach so. Ich hatte Zeit. Das hier ist Becky. Becky. Weiß nicht, ob die irgendwie... Ich glaube, die ist ziemlich alt. Könnte sein, dass sie abgezeichnet ist. Toon Link. Oh yeah. Mit glitzerndem Triforce. Das ist nämlich glitzernder Nagellack, den ich dahin geschmiert habe. Und die da ist wunderschön geworden. Die ist auch ziemlich alt, also das ist wahrscheinlich die ganzen Schwarz-Weiß-Bilder, kann sein, dass die abgezeichnet sind, das weiß ich nicht mehr, das ist ewig her. Das hier ist von Mark Riley und die sieht ein bisschen aus wie Samus. Und bei dem Bild fehlt hier Farbe. Ihre Boobies haben keine Farbe. Das Bild ist ziemlich toll. Das mochte ich immer gern. Und das habe ich damals meinem Papa gezeigt und der meinte, ich soll von dem Blatt hier den Schatten auf die Haare malen. Und das war eigentlich eine ziemlich gute Idee, weil ich glaube, sieht schon cool aus. Das ist dann mehr so plastisch. Todd. Mit Glitzersternchen. Ein Mädchen mit Drache. Ich glaube, die war auch abgezeichnet damals, weiß ich nicht mehr. Ich weiß es alles nicht mehr. Zubat ist eigentlich ziemlich cool geworden, um ehrlich zu sein, finde ich sogar. Pikachu! Hier steht für Ponase, warum das dann noch in meinem Ordner ist, weiß ich nicht. Hier haben wir noch ein Knutschi-Knutschi-Bild. Ich mag Mädchen mit orangenen Haaren, glaube ich. Das hier, ach, das ist eigentlich auch toll geworden. Das ist ein Schmetterling vorne im Kreuz. Das hier ist übrigens mein Logo. RB für meine Initialen steht das. Das hier habe ich mal gezeichnet, das nächste Bild, für meinen kleinen Bruder. Der hatte nämlich einen Muffinstand in der Schule und habe ich gefragt, ob ich nicht Bilder zeichnen kann, damit die das über den Verkaufsstand halt hängen und ich habe halt dieses hier gezeichnet. Miau, Muffin. Das hier, oh, das ist mega cool. Das haben wir in der Schule gemacht, das haben wir gesprayt. Also das musste ich aus einer Vorlage, also ausschneiden und dann haben wir das gesprayt und ich bin eigentlich mega stolz auf das Bild. Wobei mir eingefallen ist, dass das hier eigentlich noch schwarz gehören würde, dann wäre es besser, aber zu spät, nicht wahr? Und es ist auch nicht besonders gut gesprayt, aber... Tja, ich musste das halt alles lernen. Oh, ist ganz schön kaputt. Guck mal.
Das hier ist mein erster Versuch mit Aquarell. Ist noch nicht so lange her, dass das entstanden ist. Die Katze, die zurzeit mein Profilbild, mein Titelbild ist. Das da ist ganz neu, das kennt ihr ja noch. Können diese Augen liegen? Dann, dann, dann. Der Mund ist eigentlich ganz gut geworden, glaube ich. Aber die Nase ist immer noch zu breit. Das hier ist ein Wolfsmädchen. Das ist auch aus irgendeinem Anime. Keine Ahnung. Kenn ich nicht. Und das hier ist das Bild, das ich finde, das ich am besten gemalt habe. Es ist so toll. Es ist damals in der Arbeit entstanden, der Anfang, in der Mittagspause. Und ich habe es zu Hause dann fertig gemalt. Und ich weiß nicht warum, aber dieses Bild finde ich so super. Keine Ahnung, das ist jetzt auch schon total alt, aber ich finde immer noch, dass es eines der besten Bilder ist, die ich jemals gemalt habe. Die Blume ist auch schön. Keine Ahnung, was ich daran so toll finde. Und hier vorne sind in meinem Ordner nur noch Kakaokarten, die ich bekommen habe, beziehungsweise ertauscht habe oder ersteigert mit Briefchen. Und hier vorne sind noch meine eigenen Kakaokarten. Guck mal, genau, den habe ich nie fertig gemacht. Und die da auch nicht. Naja, auf jeden Fall war es dann soweit von mir. Wow, wow, wow. Ich dachte, das interessiert euch vielleicht mal. Kann ja sein. Falls nicht, dann habt ihr euch jetzt eine Viertelstunde Scheiß reingezogen. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns das nächste Mal bei einem FAQ, glaube ich. Ja, ich denke, das mache ich. Okay, tschüss.